Leute, das müsst ihr euch reinziehen hier. Das müsst ihr euch reinziehen. Das ist crazy! Oh, Matti, der will was von dir. Der will was von dir. Backflip! Soll ich? Ja! Oh, okay. Schnell! Kapstadt. Sehr gefährlich hier. Interessant. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von Bro Lifestyle. Nein! Thank you. Was ist das da? Was hast du bestellt, Bro? Das ist La Clune genannt. Schön dekoriert. Nicht. Prost, Bro. Prost. Kaffee. Wir sind hier am Bulger's Beach. Da war ich 2016 schon. Wollte ich unbedingt Julia mal zeigen, hier diese Pinguine. Weil die sind fucking süß. Wir gehen nachher mit denen schwimmen, okay? Ja, ich kenne einen Trick, wie man mit denen schwimmen kann. Yes. Da könnt ihr schwimmen gehen. Mit den Pinguinen. Da findet ihr sicher ein paar. Letztes Mal war hier alles voll. Dort sind ein paar. Da oben sind ein paar. Wow, die sind ja richtig süß. Schau mal, wir können die bald schwimmen gehen und chillen. Echt nice hier. Oh, Matti, der will was von dir. Der will was von dir. Komm durch. Hier. Hier, da, hier. Ist da was? Ja, komm rein. Hier ist krass. Hier ist krass. Weiter geht's Richtung Kap der Guten Hoffnung, der südlichste Punkt von ganz Afrika, wo sich zwei Meere trennen oder besser gesagt begegnen. Charlie ist unser Fahrer. Yo, Charlie, what up? How are you? What up? I'm good, man, how's it? Nice. Er ist der Driver. Wir haben uns dieses Mal einen schönen Uber reinbestellt. Also ist perfekt. Ich kann hinten ein bisschen hustlen und muss nicht 3 Stunden total fahren. Wir sind hier am südlichsten Punkt von ganz Afrika, beim Kap der Guten Hoffnung. Martin, fliegt die Drohne hier. Oh! Baden, willst du baden gehen? Nein! Das Wasser in Kapstadt ist so bei 10, 11, 12 Grad. Ist schon gut. Da habt ihr die Breitengrade. Und Drohnen sind natürlich erlaubt. Ich hab's auch gesehen. Beim Kap der Guten Hoffnung gibt's so 2 Äste, eine links, eine rechts. Wenn ihr links geht, dann seid ihr beim Kap der Guten Hoffnung, da waren wir jetzt. Und wenn ihr rechts geht, dann kommt ihr zum Kap Point. Und da oben gibt's einen Leuchtturm. Und irgendwo dahinter muss noch so ein Beach sein. Mal schauen, ob wir den finden. Und ob wir auch Bock haben, bis dorthin zu laufen. Das ist natürlich die andere Frage, ja? Haben wir. Ihr habt es gehört, Chef meldet sich. Der Chef meldet sich. Da unten ist der Beach. Wir haben ihn gefunden. Zuerst hoch, dann zum Beach. Leute, das müsst ihr euch reinziehen hier. Das müsst ihr euch reinziehen. Das ist crazy! Da haben wir noch den Beach. Hey, Bro. Da fliegt Bro, die Drohne los. Jeden. Los! Eine Frage. Gibt es irgendwo auf YouTube solche Drohnenaufnahmen? Ich
glaube nicht. Darum mal bitte alle einen Daumen nach oben für den Matteo! Was wir nicht alles riskieren für gute Fotos. Sie sind einfach wieder hier am Reklamieren, weil die kommen einfach mit meinem Tempo nicht mit. Ja, ich habe eine Bombe! Ich weiß euch. Bro, weißt du? Wir genießen halt, sonnen gern, wir sind faul. Du musst alles tun, auf einmal. Wir unterhalten uns, unterhalten uns, Connection. Genau. Und du wir sind auf einer noch tieferen Ebene. Siehst du. Wir genießen mit allen Sinnen. Ja. Das hat ihr müsst über die Sinne hinaus wahrnehmen, ihr Kaputten. Das habe ich dir vorhin erzählt. Seht ihr, was ich meine? Was ist dieses Joystick? Jetzt laufen wir zum Beach. Los, los! Da unten ist der Beach. Da ist der Beach. Da gehen wir jetzt schwimmen. Yes, sie sind hier. Oh shit, wir müssen die Schuhe ausziehen hier. Sonst ist alles voll Sand. Schuhe ausziehen, Bro. Los, los. Darf ich auch meine Schuhe ausziehen? Nein, nein, filmen! Nein, zieh die Schuhe aus. Komm sie mit! Das ist Afrika! Backflip! Soll ich? Ja! Oh, okay. Schnell! Ja! Warte! Ja! Gib ihm schnell CBD! Schnell! Gib ihm CBD! Das war's, meine Freunde. Es war richtig, richtig schön. Traum auf das Wasser. Es ist ungefähr 13 Grad, dieses Wasser. Wie wahrscheinlich die Kaltdusche jeden Morgen. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Einfach ein Traum, um sich richtig schön abzukühlen. Okay, wir haben uns alle hart verbrannt. Nee, ich bin nicht verbrannt. Nein. Nicht. Sicher nicht. Doch. Doch, ich merke, wie ich hier... Wir gehen was essen jetzt. Hallo! Endlich mal was essen, Bro. Sagt ihr mir bei, der andere. Ja, hast du Hunger, hä? Ja. Wir hatten heute einen sehr anstrengenden Tag und jetzt will ich meine vegane Wurst. Heute mal wieder ohne Gürtel unterwegs, ja. Das ist der neue Trend. Wir gehen hier ins Addis, in Kap. Das ist ein äthiopisches Restaurant. 2016 haben die hier Neujahr gefeiert. Das ist echt gut Food. Also wenn ihr mal hier in Kapstadt seid, dann kommt hier rein. Gibt's Linsen, Kichererbsen, alles am Start. Und natürlich nicht nur pflanzlich, es gibt auch Fleisch. Ja. Fisch für die Leute, die das mögen. Ja, mich. One moment, look this. Und hey. Hey, Bro, der beste Tipp. Ah, gut, oder? Die haben den Tag zerstört heute. Ich hab dir gesagt. Sehr schön, das ist Wasser. Nice one. Der Deft oder die Sauce, so ich kann es sagen. Das ist Mushroom. Red Mentos, this is the brown Mentos, and then the pumpkin. Pumpkin is good. The chicken dumpling. Ooh, of course. Did you eat nice, brother? Yeah, it was nice. Nice. You like this food to build your body and your muscles. We see us next time, huh? Nice. See you next time. Bye, brother. Ciao. Kapstadt! Sehr gefährlich hier. Wir haben Uber Eats bestellt und fahren jetzt weiter zu... Überraschung! Wir haben heute den ganzen Tag gehustelt, heute war ein Hustle Day. Ich war noch kurz im Training, ein bisschen Oberkörper trainiert. Jetzt
Also ganz entspannt. Jetzt mal schauen, was der Abend noch so bringt. Wenn das kein perfektes Timing ist, Uber Eats, Uber Darmstadt. Also alles perfekt organisiert. Oh, steig ein. Steig ein, du Verrückter. Hopp. Oh. Boah, schau mal, hier sind die Makros, ja, die Mikros, Makros, Mikro, schöne, Makro. Alles die Vitamine, ja, Mikronährstoffe, hier haben wir jetzt gutes Stuff. Hier haben wir Beetroot! Hier sind auch wieder 8-9 Leute am Start. Nils ist auch am Start, Nils, what up? Hey, sag mal hallo, sag mal hallo. Du musst schon mir so einen Scheiß Release in der Zeit. Komm, hau ab. Was haben die alle am Ziehen hier, ich guck die. Ey, das ist Pina Colada, Mann. Das ist mein Favorite. Und Minzen. Minzen ist auch geil. Was ist das? Interessant. Also, wir müssen investieren in meinen CBD-Coin. Du musst mal richtig ziehen. Du ziehst hab ich doch dran. Nee, du musst richtig lange ziehen. Was? Richtig lange? Richtig, mach richtig, richtig ziehen. Oder muss ich dir das doch beibringen jetzt? Yes! Kannst du Kreise machen? The Dragon. Double, 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 double! Gehen jetzt nochmal zu anderen Freunden von uns. Immer heftiger. Ja, hey! Voilà! Jetzt! Oh, 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 oh. Was geht da? Konkurrenz. Hey, was geht? Was geht? Hey, hey, Bro. Was geht ab? Alles gut? Ja, komm, lass es reingehen. Die sind doch nicht im Skype. Wir müssen hier ein bisschen raus, weil die haben gerade Team-Meeting. Gestern war nice, wir waren bis 3 Uhr unterwegs. Bis noch, 3 Uhr. Haben uns gut ausgetauscht mit den Jungs. Jetzt geht's heute weiter. Büro ist angesagt, nachher geht's ins Gym, dann geht's an den Beach und so weiter und so fort. Wir werden diesen Vlog hier, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls du das Meditation Mastery noch nicht abgecheckt hast, was wartest du? Unten findest du den Link. Wir haben auch gestern wieder lange über Meditation gesprochen, gell? Mhm. Und auch Nils mit der Trommel, bam, bam, bam. Wo du einfach in einen meditativen Zustand kommst, aufgrund der Töne, die dich ein bisschen leichter in die Entspannung bringen. Richtig, richtig geil. Meditation, big, big, big. Ich kann es nicht oft genug sagen. Darum check das Meditation Mastery ab. Für 30 Euro bist du schon bereits im Game. Alright? Also, auf was wartest du noch? Ich bedanke mich, dass du hier eingeschaltet hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergiss die Daumen nicht. Und ich sage, Kiss, Kiss.